War da vorne gerade ein Name? Nee, das war Dreck hinter deinen Schuhen. Nee. Petzl ist online. Ja, ich weiß, aber gut. Der ist ungefährlich eigentlich. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Bergmann gegen den Rest der Welt. So habt ihr euch ja den Namen gerne gewünscht und heute ein fast schon geschichtsträchtiger Moment, denn wir spielen gegen Petrit. Und Petrit, wie sich vielleicht der ein oder andere erinnert, hat mich und Dena damals ja bei Varo getötet. Ich habe die inzwischen verziehen, wir haben das ja auf dem Webvideopreis haben wir ja ausgiebig darüber gesprochen. Und nichtsdestotrotz haben sich natürlich auch viele Zuschauer gewünscht, dass wir beide nochmal in einem Freundschaftsspiel gegeneinander spielen. Und dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt los. Weil ich bin, glaube ein bisschen aufgeregt. Du musst auch nicht aufgeregt sein. Ja, nicht so heftig wie in Varo, aber... Es ist schon... Ja, ist schon. Ja, guck mal, du musst / accept machen. Oder kannst auch mit der Maus draufklicken, glaube ich. Genau. Ja. Und dann geht's gleich los, Alter. Ich weiß nicht, hast du schon eine Karte ausgewählt? Wir sind schon drin. Ach, das ist die Karte. Das ist die Karte, okay. Genau. So. Sehe ich da schon mal die erste Kiste. Die Karte habe ich gerade auch schon gespielt. Oh, aber okay. Ich weiß gar nicht, hab ich verloren? Ich glaube, ich habe verloren. Also Eisenrüstung habe ich schon mal voll. Ah, okay. Genau, das geht immer relativ zügig hier. Das geht. Ich glaube, ich habe auch schon hier so ein verzaubertes Dia-Schwert. Oh, das ist natürlich nicht schlecht, ja. Das, dass du mir Dena damals abgenommen hast, oder? Ich hab euch gar nicht so viel abgenommen. Nee, wir haben auch kaum was gehabt. Wir waren ja gerade dabei zum Verzaubern. Ich hab die meiste Zeit vertrödelt, da in der Folge irgendwie mich selbst zu geißeln innerlich, weil ich euch getötet habe, anstatt irgendwie schnell abzuhauen, hab irgendwie dann nichts mehr erreicht in der Folge. Ich fand deine Reaktion wirklich, fand ich großartig. Also Das war aber real. Das ja. Und Felix war bei mir und wir haben das dann zusammen editiert und alle haben uns das angeguckt und der kam einfach nicht drauf klar. Also Rotpilz, er war dann so bei mir und dann gucken wir uns das an, pam pam, tot. Und dann diese, aber nein, ich wollte euch nicht töten. Und dann haben wir so behindert gelacht. Also das war... Ja. Ja, viele haben ja gedacht, wir hätten jetzt irgendwie vorher den Streit und wären jetzt irgendwie... Ja, das war irgendwie so ein... Das ist natürlich Quatsch. Das ging so rum, dieses Gespräch. Was ist mit denen jetzt los? Ich werde ja immer noch, wenn ich irgendwie auf Server draufging, hier angeschrieben, ja, Dena Bergmann, die Aktion. Manchmal sagen welche, warum hast du die getötet? Manche sagen, nice Aktion, bla bla bla. Und ich habe immer noch kein Schwert. Ich habe Angst. Nee, ich habe auch kein Schwert, sag ich dir ganz ehrlich. Vor allem, ich habe gerade irgendwie, habe ich mal Probleme mit meinen Enderperlen. Ich werfe die und dann, oh. Okay. Man verliert kein Leben, wenn man Enderperlen wirft, ne? Nee. Dann werf ich mal. Du hast auch keinen Fallschaden hier. Oh, dann kann ich ja hier. Och, das ist ja geil. Ja. Das ist geil. Das ist echt ganz, ganz geil, Lomatico. Mein Lieber. So. Ich hatte ja mal früher auch so eine Art Konzept. So Petrit gegen Kunga. Kennst du Kunga? Ja klar, kenne ich Kunga. Kunga ist der beste Mann. Wie immer, wir hatten das aber mit so Bestrafungen gemacht. So Best of Three und dann dicke Bestrafungen. Okay. Also schon ein Jahr. Oh! Her. Oh, was? Ja, alles gut. Mach mich mal nicht nervös jetzt, so, mein Lieber. Ah, da ist eine Kiste. Nein. Oh, Alter. Okay, alles gut. Nein, bitte. Ich will leben. Hier warst du schon. Du warst hier schon. Hast du jetzt... Ich hab kein Schwert. Nein, ach komm. Nee, ich hab wirklich kein Schwert. Schwörst du? Ja, ich schwöre. Ja. Du bist so ruhig, Alter. Ja, dann denk ich, wie Vago. Ich sag's dir. Aber ey, ich normalerweise... Oh, da sehe ich eine Enderperle fliegen. Nein. Hoppla, Petrit. Warum klappt das nicht? Was ist denn da los? Warum klappt das nicht? Warum komme ich denn nicht hoch? Ja, ich weiß es nicht. Manchmal geht's nicht, ey. Oh, ich hab's gerade bei den Aufnahmen gesehen. Da hast du ein paar Looten so ein bisschen verarscht. Und dann wollte ich das jetzt auch machen. Das ist da oben schwer. Ich bin echt gerade ein bisschen angeschlagen. Bist du auf dem Zug jetzt, oder was? No. Wer weiß. Wer weiß, ne? Ey, ich kann dir gar nicht sagen. Ich habe ja jetzt schon wirklich gegen ein paar Leute gespielt. Ja, hab ich gesehen. Aber du machst mich echt gerade nervös. Yes. Ja. Oh Mann. Ich hab Angst. Okay, Sprinter. Wie direkt? Okay, alles klar. Okay, alles klar. Und sonst so? Geht's dir gut? Petrit? Ich bin da. Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen hier aufgeregt. Wieso? Weil ich Angst habe. Oder? Nee, ich sehe dich nicht. Okay. Ich habe aber ein bisschen Angst. Okay, musst du doch nicht haben, mein Lieber.
Ja, aber, ich habe aber genug Essen. Ey, wieso funktioniert denn das hier alles nicht? Das kann doch nicht angehen. Du hast bestimmt irgendwelche Tricks auf Lager. Nee, ich habe keine Tricks. Ja, ja. Ich habe nur einen Trick und das ist der, den ich derbe angespannt bin. Das ist mein einziger Trick hier gerade. Ah, ich kann nicht. Ah, okay, alles klar. Das ist natürlich jetzt richtig, richtig problematisch hier. Boah, Lava. Ja, das war klar. Das war klar. Ach, da bei der Lava bist du. Nein. Ah. Du hast aber ein Schwert. Ich habe kein Schwert. Ja, ja. Ich habe wirklich kein Schwert. Das ist diese Sache. Okay. Also so lange, doch, ich habe, doch, mit wem habe ich denn hier mal schon mal so lange auf dieser Karte gespielt? Auf jeden Fall schon mal, ich glaube mit Patrick, mit Paluten. Ah, ja. Ich glaube, das ist... Ne, das ist schon länger, das ist jetzt schon länger, das ist jetzt länger hier. Ja. Ich habe mir ja gerade frisch vor ein paar Minuten angeschaut. Und da war... Ein bisschen von euch in Stand zu sein, ja, das ist schon länger jetzt hier, was hier abgeht. Wow. Mein lieber Petrit, du. Mein lieber Petrit. Das ist eine Kiste. Ja, war schon, ne? Jetzt gleich muss auch ein bisschen was passieren hier. Hast du denn jetzt mal langsam ein Schwert, mein Lieber? Wer weiß, man munkelt. Also hast du jetzt eins, das ist auch schon mal. Ja, also du hattest die ganze Zeit ein Schwert. Ich hab kein Schwert. Ich hab nach wie vor kein Schwert. Das ist ja auch die ganze Problematik hier. Wenn du ein Schwert hast, dann greife ich nicht an. Erst wenn du ein Schwert hast, weil... Ja, ich hab jetzt ein Schwert. Okay, gut, dann lass mal hier... Wo wollen wir uns treffen? Ich kenne die Map ja gar nicht, aber... Siehst du das große Zirkuszelt? Ist das ein Zirkuszelt? Ich bin beim Riesenrad. Beim Riesenrad. Wollen wir uns vorm Riesenrad treffen? Ja, ich bin schon da. Mein Freund. Petrit. Ah. Polizei kommt schon. Alter, was passiert hier? Was? Nix. Wo bist du denn beim Riesenrad? Ich dachte, wir machen jetzt hier schön den Einzelkampf. Ja, ich bin beim Riesenrad. Ja, wo denn da? Ja, du bist da ja irgendwo. Komm mehr raus. Geh mir jetzt näher dich dem Riesenrad mehr. Nee. Nee, warum nicht? Ich bin direkt vor dem Riesenrad. Du bist nicht vom Riesenrad, ich sehe das doch. Das Lilane. Das Lilane ist blau, bei mir ist es blau. Ja, hängt ja vom Texturenpaket ab. Ja. 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 Siehst du mich denn? Du sneakst. Nee. Das Sneaken, das weiß ich. Das Sneaken ist ja eher so dein, mein. Hast du das zufällig gesehen, wie ich gegen Sips vorgegangen bin? Ja, natürlich. Boah, das war, sehr, sehr schön. Das war ein Plan, der genauso aufgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber, Petrit. Ja, sag mal, ich hab Angst. Wo bist du denn? Beim Riesenrad. Du bist nicht beim Riesenrad. Doch, ich bin beim Riesenrad. Warum sollte ich dich denn anlegen? Wo denn beim Riesenrad? Ja, in der Nähe. Ja, in der Nähe? Ja, nee, warte, wie soll ich das beschreiben? Ich hab dich doch gerade hier noch gesehen. Dann bist du deinen Namen weg. Okay. Petrit. Wenn wir so weitermachen, dann wird das hier... Ja, komm, ich sneak jetzt nicht mehr, warte. Ich bin jetzt direkt vom Riesenrad, Alter. Vom Riesenrad? Ja. Bist du oben auf dem Dach? Nee, ich bin jetzt auf dem Boden. Ja, aber wo? Ah, da hinten. Ich sehe dich nicht. Oh! Ah! Ich bin geblendet! Nein! Oh nein, ich sehe dich wirklich nicht mehr! Boah, Alter, Petrit, Mann! Ich war nicht geblendet und habe mich dann doch noch blenden lassen. Ich vollkommener Idiot, Alter. Ich hab noch, weißt du, wie viel Herzen ich noch hab? Wie viel? Eins. Eins. Oh, das war aber spannend. Ich hab dich echt nicht. Alter, Petrit, du machst mich fix und fertig. Alter, du machst mich fix und fertig. Komm her, dreh dich um. Ich hab voll gewackelt. Oh, Mann. Okay. Ich bin wirklich richtig angespannt. Also, total. Oh, okay, gut. Dann mach mal hier, dass ich... Ja, ich mach jetzt... Ich überlege gerade, welche ich nehme. Ich nehme also, mal... Nehmen wir mal... Death Island. Okay. Huiuiuiuiuiui. Boah, ich bin mega angespannt, als würde es jetzt gerade hier Varo reloaded sein. Also das ist auch mein Problem gerade. Ich bin wirklich. Ich hoffe, das liegt ein bisschen einfach am Gegner. Ich bin aber auch ein bisschen aufgeregt so mit dir irgendwie, weil ich dich ja sehr mag. Und ich bin ein bisschen schüchtern. Ach so, ja. Okay. Du bringst mich ganz in Verlegenheit. So. Okay, da ist schon mal eine Kiste. Ist die Map klein oder so mittel? Die ist wirklich sehr, sehr klein. Boah. Also wesentlich kleiner als die vorhin. Oh, da bist du. Boah, ich hab kein Schwert. Oh, Petrit. Hast du ein Schwert? Ich hab ein Schwert, ja. Ich muss dich auch leider angreifen, du. Ja, ich akzeptiere das schon. Wo bist du denn? Ja, gut, ohne Schwert noch zu sagen, wo ich bin, ne? Das ist... Oh.
Frank dich hier noch. Ah! Ach, nee. Mein Freund, so leicht gebe ich nicht auf. Nein, das finde ich auch gut. Deswegen habe ich dich hier ausgewählt. Ah, ach so. Hast du wirklich kein Schwert? Nee, ich habe wirklich kein Schwert. Aber das finde ich dann immer so schade irgendwie. Ja, es gibt ja auch einen Server, da kann man ja 1 vs 1 machen mit gleichem Equipment, nur kämpfen instant gegeneinander. Ja, ja. Weißt du, dann machen wir das doch auf jeden Fall auch nochmal. Ja, das ist richtig gut, weil du kriegst genau gleiches Schwert, Equipment und Essen. Ja. Na gut, ich habe keine Zeit hier, Kisten, ich trick's dich noch aus. Ja. Aber ich glaube, na. Mein lieber Freund, du. Ah, jetzt habe ich mich schon angezittert. Das ist natürlich... Nee, mein Freund. Wobei... Willst du versuchen, mich in die Lava zu schlagen hier? Nee, oh, das ist immer so eine schlechte Idee. Ja, okay. Ich akzeptiere das. Ja, aber weißt du was, aber du hast völlig recht. Ich finde, dieser Spielmodi wird unserer... Ja, Rivalität wäre übertrieben. Also wir haben keine Rivalität. Aber dieser weißt du, ich möchte ja unbedingt nochmal, ich finde, wie gesagt, Varo, der Kampf gegen dich gehört mit zu den spannendsten Momenten, die ich jetzt in dem einem Jahr, in dem ich hier YouTube mache. Oder das heißt, der spannendste. Ja, es ist der spannendste Moment in meiner ganzen YouTube-Karriere gewesen. Also, was heißt spannend? Ich wurde ja total überrascht, aber weißt du, das ist. Wir sollten nochmal diesen Spielmodi ausprobieren, den du gerade genannt hast. Auf jeden Fall. Bist du dabei? Ja, auf jeden Fall. Okay, ich fand's aber trotzdem eine super Runde, mein Lieber. Kein Problem. Die erste Runde war sehr spannend. Die war, Ja, es ist halt wirklich bei dem Spielmodus wirklich, muss ich dir recht geben, immer auch ein bisschen schade, dass man, ja, wie gesagt, keine Chance hat, wenn der andere schon Schwert hat und einem hinter einem ist. Das ist ein bisschen... Ja, klar. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine Bewertung da und schaut auf jeden Fall auch beim lieben Petrit vorbei. Der macht auch immer ganz, ganz viele tolle Videos. Und ich bedanke mich bei dir, mein Lieber, dass du dabei warst. Und ansonsten einen schönen Tag noch für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Bergmann.